Willkommen zurück zu The Walking Dead. Beim letzten Mal haben wir ja das Benzin schon gefunden, beziehungsweise Kenny hat es gefunden. Wir waren ja in der Werkstatt und haben die Batterie geholt gehabt. Molly hat sie momentan, aber die ist irgendwohin verschwunden. So, hier unten steht das Benzin und wir müssten einfach mal mit den Leuten jetzt erstmal reden. Hey Lee. Thanks for all your help back there. I don't think we would have made it without you. Ach, kein Ding. On the same team. Du hast also den Krebs besiegt? So you're a cancer survivor, like Vernon and the others. Yeah, I was diagnosed when I was in college. Been getting treatment ever since. Just when I was starting to get better, when I thought there might be some hope, all this happened. Lost my whole family. I'm the only one who survived. Funny how things work out, huh? Das ist wirklich irgendwie seltsam, dass bloß die überlebt hat. How long have you known Vernon? Couple of years. He ran our support group. He was really great, helping me come to terms with my disease. But how do you come to terms with something like this? With a place like Crawford? I don't know what I or the other survivors would have done without Vernon. He's the one who held us together, kept us alive. Yeah. What do you think about this whole Crawford situation? I'd rather not talk about it. Too many awful memories. Even being back here gives me a bad feeling. Even now, with everyone dead? I got no sympathy for what happened to these people. They weeded out the sick and the old. Even children. Those least able to defend themselves so that they could save their own skins. Whatever happened here, however Crawford fell, I consider it poetic justice. Damn, girl, that's cold. It's how I feel. If you'd seen what I seen, you'd feel the same. Und das könnte natürlich I'm busy here, Lee. Maybe you should go get that battery or help with the medicine. Gut möglich sein, dass wir genauso denken würden. Aber na gut. So, Clementine, hatten wir mit dir letztens mal geredet? Ich weiß das gerade nicht. Wir können es einfach mal machen. You okay, Clem? Yeah. Das sieht aber nicht aus. Ah ja, das haben wir mit ihr letztens schon geredet. Aber okay. Ich vermisse das zu unterrichten, hat man glaube ich das letzte Mal genommen, ne? Ja. Tell you what. When we find ourselves a safe place, set up a little classroom. Just you and me. Will there be homework? Ja. No homework. Where's Molly? She had to go run an errand. She'll be back soon. I hope she's okay. She'll be fine. She's pretty tough. Do you think things will ever be normal again? Just like the way they were before? Was hat man da? Das kann niemand wissen, genau. Ich muss das jetzt einfach nochmal so klicken, wie es letzte Folge gekommen ist. Denn ich habe ja jetzt erst wieder das Spiel gestartet. Seit letzter Woche. I hope so. Und siehst du mal, letzte Woche sollte eigentlich die Folge von gestern rauskommen. Nur leider habe ich das irgendwie komplett verpennt gehabt, muss ich sagen. Aber scheint ja alles. Flugblätter interessiert uns nicht. Na, reden wir mal mit den Beinen. Mit deinen Beinen, den beiden Chaoten, meine Güte. We already got the fuel and the battery. Once we find some medicine, we'll be good to go. So where's this battery you found? Molly has it. She ran off to do something. Well, she'd better bring it back here. I don't know why you trusted that girl with it. We hardly know her. She saved your life, didn't she? Yeah, but what has she done for me lately? No, wait. There is something you can help me with. Something that's been on my mind. I could use your opinion. What is it? It's Kenny. Since I've been helping him work on the boat, I've gotten to know him a little better. He's a good guy, you know? And it's eating me up knowing what I know. I've been thinking about telling him the truth. Ben, come on. This again? It's my fault Doc and Katja got killed. If I hadn't screwed up back at the motor inn, they'd still be alive. How am I supposed to just carry something like that around? I have to tell him. Oha. I agree. I think you should tell him.
Just not now. You don't get it, Lee. What am I supposed to do whenever he talks about Katja and Duck? Just nod and pretend like it wasn't my fault? I can't do it anymore. Ben, listen. Kenny seems like he's got his shit back together because right now he's got a purpose. But he's still in a real bad place. You tell him now, he's gonna lose it. And then we're all screwed. There'll come a time when he's ready to hear it. But it's not now. Not yet. I hear you. I'm gonna get back to this. Die Antwort wird nicht gefreut haben, aber ist, denke ich mal, die einzigste, die hier gerade wirklich bleibt. Weil Kenny, so ist er jetzt momentan nicht schlecht drauf, aber seelisch wird er dennoch immer noch ein Frack sein. What are you guys doing with that door? Slower than I'd like. Don't worry, we'll get it open. I think. Wie wär's mit Einlatschen? Ist ein Anfang. Hm. Nur so. Gut, ja, hier ist jetzt nichts mehr. Das Einzige, was uns vielleicht noch übrig bleiben würde, wäre nach draußen zu gehen. Ansonsten kann ich hier nochmal auf die Karte gucken. Wartet mal. So, according to Bree, fuel is at the maintenance chamber. Ja, ja. Mir geht es aber gerade mal um diesen einen Schrank, den wir gefunden hatten, wo wir diesen Zahlencode eingeben können, müssen, was auch immer. Spielplatz, Schwesternstation. Ach, Schwesternstation müssen wir noch, ne? If we're gonna find medicine anywhere, oh, die platzen schon wieder mit den Türen. Ich könnte reinschlagen in die Tulpen. So. Steht hier irgendwie was? Hüpfspiel. Mehr nicht? Okay. Fernseher geht nicht. Genau. Ich muss mich jetzt hier einfach nochmal genau umgucken. Vielleicht haben wir ja den Code beim letzten Mal übersehen. Puppen. Ich glaube, das war bloß gruselig, ne? Ja, genau. Hier geht's lang, okay. So, hier haben wir noch wieder diese Zeichnungen oder Flugblätter. Da stand was oben. 171. 171. Drei, zwei. Das kann man sich vielleicht erstmal merken. So, hier war nichts weiter. Kleister ist klar. Nö, dann würde ich sagen, wir gehen mal raus. Vielleicht. Hilft's ja. So. Hier. Genau, ging es nicht lang. Jetzt bewegt er sich wenigstens wieder schneller. Das ist gut so. Hier lag doch gerade. Das ist die Tür. Ja, die können wir eh bloß angucken. Irgendwas aufmachen ist ja nicht machbar. Nichts, okay. So, wir schauen uns da mal um. Hallo. Nein. Alter, was die alle schon begrapscht haben hier, krass. Hier. Ah, Toiletten. Die weiblichen wurden zugenagelt. Warum das? Egal, okay. Hier liegt noch irgendwas rum. Patronen. Achso, ja, nee, halt. Hm. Die Patronenhülsen kannten wir ja schon. Jetzt interessiert mich aber immer noch. Da ging es zur Gasse raus. Da muss man aber, glaube ich, nicht hin. Das Einzigste, hier hinten könnte man, weil hier war... Wie hießen die? Shit. Oh Gott. Kristen Vernon must be trapped in there. Muss ich die abschießen? Kann ich nicht irgendwie links, rechts? Da
Da pocht das Herz. Ganz ruhig. What the hell happened? They wandered into the hallway after we got inside. I think they must have heard us rooting around in here. The whole place is infested. They're everywhere. Calm down. I took care of them. What about the meds? Did we find what we need? Yeah, that's our other problem. Take a look. Noch ein Zahlencode. Looks like they were keeping all the prescription meds in that safe, locked up tight. Können wir die Kombination erraten? Can we just guess the combination? It's a 4-digit code. You do the math. Well, I doubt they just wrote it down and left it here for us to find. We should just try busting it open. We don't have any other choice. Okay, you get started. I'll take a look around, see if I can find anything useful. Ich weiß nicht, ob es das was bringt. Wir können es ja mal versuchen mit dem Code von gerade eben. Looks pretty sturdy. No way we're gonna force that open. Falls wir rankommen. We'll be able to find something to pry it open, but it'll take time. We don't have time. Omid needs that medicine. We have to get it open now. Mann, die nervt mich jetzt schon. Hätten wir sie damals bloß verrecken lassen. Ach nee, da müssen wir ja die ja auch mitnehmen. Kannst du nicht einfach so. It's a sonogram. Nein, ernsthaft. Hier ist noch eine Menge Blut. Dried blood on this printout. And on the floor. Looks like a trail of it from the safe to the camera over there. Then out the door. What the hell happened here? Das würde mich interessieren, ja. Schublade ist nichts drin. You all already checked these drawers? Yes, Lee. Nothing in there worth taking. Okay. Verbandskasten. Da ist auch nichts drin, aber... Nee. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ah, eine Kamera. No tape inside. Verdammt! Hätte ja sein können, dass da irgendwie eine Kamera drin ist und der Code halt aufgezeichnet wurde. Schade. Später ausruhen. Natürlich, ich würde mich hier nicht eine Sekunde hinlegen wollen. Der ist doch nicht glatt. Oh. Na, aber kannst doch mal reingucken. Vielleicht ist ja was drin. Mann, ey. Nur ein Haufen Papiere, aber keine Shave-Kombination. Was haben wir da oben? Noch eine Uhr. Funktioniert nicht. Korridor, Telefon. Seit Monaten nicht funktionsfähig. Was haben wir hier? Krankenakte. Schauen wir die uns mal an. Da ist ein Tape. Sie musste ein Patient hier. Und was ist das? Tape. Ach, das können wir uns wahrscheinlich auf dem Dings ansehen. Slow. Auf der Kamera. I'm worried by the time we manage to get this thing open, it may be too late. Wegen Molly. Molly helped me get the battery we needed. That's great. One down. Where is she? She took off. Had some kind of errand she needed to run. Took off? With the battery? Yeah. Don't worry. She'll be back. I hope so. That girl doesn't really strike me as a team player. More the mercenary kind. Ja, die macht auf mich auch keinen wirklichen Eindruck, dass sie zusammenarbeiten will mit uns. You want my medical opinion? The sooner we get him some strong antibiotics to start fighting that infection, the better. Let's just leave it at that, huh? Ich habe eher das Gefühl, wenn wir mit den Medikamenten da ankommen, wird der Typ schon längst verwandelt sein. Hey, Doc. I just wanted to thank you for coming with us and for all your help. I really appreciate it. Don't mention it. It's times like these we've got to help each other the most, right? And we're no better than those Crawford sons of bitches. I heard that. I'll go see if I can find something that'll help us get that safe open. Good idea. Wir haben ja jetzt dieses Tape gefunden. Hilft? Ja, hilft uns. Schöne Sache. Vernon, Krista, come look at this. This is day 82 since the outbreak. 1547, Dr. Logan in consultation with patient Anna Correa. Why are you recording this?
Regulations. Oberson has ordered me to keep records of all medical examinations and consultations. I need you to brace yourself, Anna. The sonogram confirms that you're pregnant. Oh God, oh God, oh God. As you know, the rules are very clear. The termination is mandatory. You don't have to tell them. Tell them it was just nausea. But you gave me something for it and it went away. This is my problem, not yours. If Oberson finds out that I concealed evidence of a pregnancy, I'm sorry, but these are the rules. I'm gonna give you a sedative. It'll make the procedure easier on you. I don't want the procedure! I want my baby! I can't do this! I can't do this! Anna, you don't have a choice. Now, if you like, you can take some time with this, but I need you to come back no later than tomorrow, or I'll have no choice but to inform Oberson myself. I'm sorry. Zack, da war sie weg. Mehr ist da nicht um? Damn it, we almost had it. What the hell kind of place was this? Like Molly said, the worst kind. Lee, maybe there's another tape. We gotta keep looking. I think I recognize that doctor. He was one of the walkers out in the alley by the auto shop. Maybe you should search it. See what he's got on him. Bei der Werkstatt. Och nee, da müssen wir wieder raus. Oh, ich wollte da nicht hin. Ich habe gedacht, das hat sich erledigt. Oh. Ich habe jetzt schon damit gerechnet, dass wieder irgendwelche hier stehen. Ah, die sind da zum Glück. Tot. So, haben wir hier einen Code? Blutiges Schließfach? Nein, natürlich nicht. Wir brauchen immer noch eine sogenannte Kombination. Dann gehen wir mal raus. Yay. Schneller geht's nicht. Guten Tag. Der Mann vom Dienst. Ach, wir sind ja jetzt hier schon runter. Ja, wie kommen wir denn dann wieder zurück? Wieder übers Dach rein oder so? Ich weiß es nicht. Ich kann mich hier nicht... So aus. Oh, wusste ich's doch. Ugh. Warum war mir das klar, dass das passiert? Ich habe mich zwar ein bisschen erschrocken, aber trotzdem. Der lebt ja noch. Hatte Molly den nicht gekillt? Yeah, gegenlatschen. Au! Ist ja wie bei Friday. Da ist das nächste Band. This might be just what we need. And what's this? Looks like some kind of code. But Brennan said the safe combination was only 4 numbers. Geil! Nicht so geil. Shit, time to go. So, jetzt würde ich... Hat sich angehört, den Zombie. Jetzt würde ich gerne mal wissen, wie er hier reingekommen ist. Hm. Mann, die werden immer aggressiver, die Hunde. Das muss sein Locker. Tape. Safe combination has gotta be on one of these. Schön. Schön, dass wir das jetzt mal haben. Das ne, begeistert mich. Puh, so. Nurse. Hier ist doch keine Krankenschwester. I found 2 more tapes. One of them is dated October 10th. That's the day after the first one we watched. Put it in. Schauen wir mal rein. Have you made a decision? I thought you said I didn't have a choice. Well, technically you do.
You can terminate the pregnancy or leave Crawford. Of course, that would be a death sentence for both you and your unborn child. Maybe that's best. I stayed up all last night thinking about this. Why are we even trying to survive, to keep on living, if this is what it takes, if this is what it's turned us into? I don't make the rules, Anna. Doctor, I'm begging you, please help me. Maybe one day, when things are different, you can try again. But for now, today, we have to do this. Alter hat dafür gesorgt. I think we know what happened to Crawford. More importantly, we got the combination. Hä? Krista, are you all right? What's wrong? It's nothing. That was just hard to watch. Don't worry about me. I'm fine. All right. Let's get those meds and get the hell out of here. Ich will das zweite noch sehen. Antibiotics, morphine. Take as much of this as we can carry. Okay, I think we're good. This is more than enough for your people and mine. Let's go. You know, I found a third tape in the locker outside. Maybe there's something else on there. We got the meds for Omid. That's all I care about. We'll head back to the classroom. Don't take too long, Lee. Ja, ja, immer mit der Ruhe. So, und wir sehen uns gleich mal Band 3 an. Aber zuerst machen wir hier Schluss. Die Zeit ist rum. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal zu The Walking Dead wieder. Bis dahin, haut da rein. Ciao.